Damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich habe die anderen Spieler auch mal auf dem Transfermarkt angeboten. Hier der ersten Mannschaft komplett Trainingspläne verpasst, damit das nicht ganz so langweilig wird jetzt. Und ja, dann geht's weiter hier im Management, liebe Leute. Leute. Natürlich fahren wir ins Trainingslager. Nicht einmal, nein, sogar zweimal. Damit die neuen recht schnell sich verbessern, die Taktik schneller eingeprägt wird und weil sich so gehört. Dann haben wir einen Tag der Jugend, eine Saisoneröffnung und ja, Sponsorentag, Fanclub-Treffen können wir vor der Saison machen. Laktat-Test können wir noch machen und hier Spielerfeier. Essen gehen. Vergnügungspark und dann kommt der Pokal. Oh ne, Bremen ist in der zweiten Liga, ernsthaft. Bremen ist in der zweiten Liga. In der Jugend haben wir nicht viel Brauchbares. Den hier vielleicht. Tja, wenn die Jugend so schwach ist, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass die da so ein bisschen ausgeprägter schon wäre. Und ich dann schon so ein bisschen mitarbeiten könnte. Aber dauert wohl noch ein paar Tage. So, so und so. Mittelfeld. So, auch hier schon wieder viel zu viel Schrott in der Jugend. Unfassbar. So kann das doch nichts geben, wenn man viel zu viele Schrottspieler hier in den Reihen behält. Also 61, 61, 61, 60. Dann 54, 56. Passt. Du bist Innenverteidiger. Bam. Sonderbetreuung, wie viel kann ich in die Sonderbetreuung nehmen? Können nicht mehr viele sein. Wahrscheinlich war es sogar der letzte. Massimo Bruno kümmert sich um ihn. Schalto. 60. So stark ist der jetzt. 66. 65. 64. 56. Alles keine wirklichen Übertalente hier. Und das wird nachgekommen, das ist ja fast noch schlechter. Ich sag ja, es war der letzte mit Sonderbetreuung. Hier, der geht schon nicht mehr. Guck mal, den denn hinpacken. Zentrale Mittelfeld. Ne? Gott, sind die alle schlecht. Jetzt
Training, Fitnessexperte, Mentaltrainer, Motivationslehrer für Bruno Jovetic, Paulsen, Palaschowski-Dira, Beuth, Kalmer, Compeer, Klostermann, Dehne, Sané, Sabitzer. Dynamik. Meine Maus spinnt gerade so ein bisschen. Tja, du musst stärker werden, Compeer, oder auch nicht. Du musst dich bei Flanken verbessern. Körperlich stärker werden. Körperlich stärker werden. Kedira körperlich stärker. Kalmer körperlich stärker. Palaschow körperlich stärker. Paulsen körperlich stärker. Sané körperlich stärker. Klostermann so und so. Damit haben wir alle versorgt. So, Verträge. Die der ersten Mannschaft können wir jetzt mal hier erhöhen. Da geht so schnell keiner weg. Da haben wir nichts. Okay. Wir gucken zuerst mal nach vereinslosen Spielern, ist klar, ablösefrei. Werden ja wohl nicht so viele sein. Oder doch? Birne, Akin, Simado, Kadu, Manninger. Dim, dim, dim. Sind schon ein paar Talente hier oben bei, aber würden uns keine Ablöse kosten. Wenn wir uns einfach beide holen. Nehmen jetzt erstmal hier, ne, nur die ablösefreien Spieler, um kein Geld auszugeben. Nationalspieler, 450.000. In den Abstieg kannst du gehen. So. Akins, den probieren wir auch mal. So, das waren die Torhüter, ne? Torhüter, zwei Supertalente. Der Rest so bescheiden. Rechter Verteidiger. Haben wir aktuell auch noch keinen. Hier bietet sich aber keiner wirklich an. Am ehesten hier mein Belgier, ne? Probieren wir es mal mit dem Belgier. Deutlich weniger Gehalt, bitte dich. Das ist ja unmenschlich. Nur weil du beim Man U gespielt hast, oder was? Entschuldigung, bei Manchester United. Hat aber auch nicht gerissen, sonst hätten sie deinen Vertrag nämlich verlängert. Von daher bleib mal auf dem Boden, Alter. 650.000, so. Müssen wir uns dringend auch mal angucken, was die momentan so bei uns verdienen. Marko Lomic.
Philipp Dens, Markus Katzer, da ist jetzt wirklich keiner dabei. Innenverteidiger, Dario Diané, Rodney, das klingt doch interessant, Rodney. Rodney und Jeromel, ne, die man kennt. Jeromel kann sogar schon Deutsch. Stummheit können wir ja mal machen. Nationalspieler schaffen wir aus denen nicht. 500.000 bei Abstieg, 2 Jahre, 10%. Dann helfen wir uns erstmal nur mit diesen ablösefreien Spielern. Kommen wir soweit, denke ich, ganz gut schon mal zurecht. Jeromel Rodney. Aber eigentlich mit ihnen verteidigen, es sei denn, hier wäre noch ein absoluter Kracher, ist aber nicht, das ist auch gut so. Defensives Mittelfeld haben wir Rani Knira und sonst ist dahinter eher so wenig los. Frankie Stambok kommt von Paris Saint-Germain. Interessiert mich aber nicht sonderlich. Rechtes Mittelfeld. Samifitanmanis. West Ham. Kofia. Inter Mailand. Linkes Mittelfeld. Eric Reed. Absolutes Megatalent. Wer hat den denn gehen lassen? Liverpool. Flanken 90. Alter Schwede. Ja, da könnte man mal Interesse erkunden. Talent, da muss man doch Interesse haben. Linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Keiner. Rechts außen. Keiner. Links außen. Schickaballa. Tour Dirks. Aber links außen haben wir jetzt wirklich schon genug. Offensives Mittelfeld. Smile. Hinter den Spitzen oder hängende Spitzen. Keiner. Stürmer. Stuart York, was ist das für einer? Aber Stürmer haben wir eigentlich malig genug. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir das schon mal abgeschlossen und können gucken, dass wir eine Liga tiefer in der dritten Liga uns ein paar Spieler ranholen. Da ist noch alles unverändert. Wolfert ist dazu gekommen. So.
Schulten braucht man ja nicht unbedingt. Felix Bastians als Linksverteidiger wäre jetzt nicht so schlecht, denke ich, wenn man den halbwegs günstig kriegt. Naja. Ich kenne ja hier alle Spieler, ne? Auf 10, oder? Kenne ich hier alle auf 10? 9, den kenne ich denn da nur auf 9. Als wüsste ich nicht, wer Okan Aydin ist, wollte mich verarschen. Naja. Müssen wir dann halt so rüber suchen hier. Zack. Torwart. Okay. 62. Wolfsburg. Okay. Keylor Navas. Real Madrid. Kann man mal machen, ne? Lingerick, Fabian Gieper. Kuhn Castells. Jack Butland hat nachgelassen. McGregor. Conor McGregor. Pindiama fand ich mal, hat so ein bisschen Kultfaktor, ne? Flachodimus, absoluter, guter, zuverlässiger Torwart in meinen Augen. Damien. Julio Cesar, der Richtige. Wiedwald, Moneyman, dum dum dum. Kennen wir den immer noch nicht. Also wer am interessantesten echt noch Keylor Navas. Ah, der ist ein bisschen teuer, ne? Rechter Verteidiger. Was wir schon alles kaufen können, ne? RB Leipzig hier, das ist ja unfassbar. Den stehen ja Türen und Toren offen. Korb endlich mal bei Gladbach in der ersten Mannschaft. Chandler, ist irgendeiner vielleicht billig zu haben hier von den super guten. Santiago Arias. Bekannt aus meinem FIFA Let's Play, Pernay genauso. Also, der ist zu teuer. Jedenstadt Philipp Koch. Alles so teuer. Und der Part ist auch schon so lang. Der Part ist auch so lang. Seid ihr alle noch da und wach, da und wach, da und wach. Pjörn Koppelin, 1 Million gebe ich doch nicht für den aus. Den steht echt Tür und Tor auf, bin ich gar nicht mehr gewohnt. Na, weißt du was? Ups. So, und zwar... Gut gebrauchen konnten wir.
auch hier nicht viel in den Sprung zu. Ne? Andrich würde ich gern haben. Und halt Gaudino noch. So, und dann interessiert mich noch der gute Herr. Aber der ist weg. Unerreichbar, so gut wie unerreichbar. Und unerreichbar geht's in den nächsten Parts weiter. Ich beende erstmal diese Aufnahmesession. Ist jetzt doch schon stundenlang her. Ihr wisst ja, wann ich angefangen habe. Ich glaube um 11 Uhr oder so. Dann wären es 3 Stunden. In diesem Sinne, viel haben wir durchgemacht. Schön war's. Ich danke fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen restlichen Tag, Abend, wann auch immer ihr das schaut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, in der nächsten Aufnahmesession wieder. Schreibt fleißig Feedback, das würde mich freuen, damit ich weiß, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht und so weiter und so fort. Und auf ein schönes, erfolgreiches Fest hier mit unserem neuen Verein. Bis dann, liebe Leute, hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.